Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer in einer weiteren Folge meines Let's Plays von Forza Horizon 3. Ja, ich würde fast sagen, bevor wir richtig in diese Folge reinstarten, versuche ich erstmal wieder eine Online-Sitzung beizutreten, aber dann habe ich vor, oder will ich, hier ein richtig geiles Thumbnail schießen mit dem lieben GTR, weil ich ja noch ein bisschen schon mit dem fahren will. Ich muss jetzt nur kurz warten, bis genau das passiert nämlich jetzt, nämlich gar nichts. Gut, dass wir mal wieder drüber geredet haben. Fotomodus. Ja, einer hat mir auch geschrieben, ich soll den Drohnenmodus ausprobieren. Alter, wie heftig das ausschaut. Was habe ich denn da für einen Filter drin? Individuell, okay. Okay, weich, hoher Kontrast. Jetzt komme ich nicht mehr auf individuell. Okay, nein. Okay, das schaut schon böse brutal aus, gell? Hier, was für ein geiles Bild wieder. Ah, das ist echt pornös. Pornös. So. Richtig nice. Yo, ich wollte ja jetzt auch immer speichern. Keine Ahnung, warum ich das jetzt mache, aber ich habe das jetzt so gedacht. Ach so, ich wollte eigentlich A, B, ich wollte das so durchnummerieren, gell? Aber ist ja wurscht. Komm hier, Thailand. Mit dem wunderschönen, nicht selbstgemachten Design. Okay, alles klar. Jetzt starten wir richtig durch in der Folge. So, dann heißt es jetzt Vollgas und Festival erweitern, wenn ihr euch noch erinnern könnt aus der letzten Folge. Und ja, dann, wir haben eben massig Events, liebe Motorsportfreunde. Wir haben die Straßenrennen, die wir rein theoretisch machen könnten. Wir haben noch die, wie heißt's? Wir haben noch die ganzen Events noch an unserem Festival, die wir machen müssen. Was heißt machen müssen? Die wir halt noch abarbeiten müssen einfach. Und ja, deswegen, das müssen wir dann auch noch machen. Also wir haben schon noch ein bisschen zu tun hier, ja? Also so schnell wird uns nicht langweilig hier. Rechts abbiegen. Oh Gott. Alter. Kurz mal Radio aus. Aua. Alter, es hört sich schon brutal an, gell? Alter Schwede. Habt ihr das gehört? Vor allem, wenn er gerade in dem Begrenzer ist, diesen hohen Ton. Alter, das bringt Forza so geil rüber mit dem Motor. Achso, hier war wieder dieses Geschwindigkeitsdingsbums, gell? Müsste ich auch irgendwann nochmal machen hier. Weil das geht eigentlich schon hier viel, viel besser. Ich glaube, das könnten wir hier echt auf 3 Sterne schaffen. Passt auf, das probieren wir jetzt mal mit dem GTR, weil der halt um viel, viel oder um einiges besser ist eben als der. Und dann gehen wir direkt Vollgas weiter den Blitzer. Okay. Liebe Motorsportfreunde, wir haben jetzt gerade was. Das können wir jetzt gerade noch machen. Ich verfranz mich, ich weiß, ich verfranz mich da endlich in so Kleinigkeiten, aber ich habe einfach da Bock drauf, die zu machen. Weil ich die halt auch jetzt gerade hier so gesehen habe. So, ich habe aber schon wieder vergessen, wie viel km/h wir brauchen. Darf ich halt hier nicht großartig irgendwas rammen. Alter Schwede, das ist halt echt. Ich komme da in 216. Was, aber das reicht nicht, ne? Ich glaube, man muss es echt von hier fahren. Ja, ich glaube, man muss es echt von hier fahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man von hier viel, viel besser, ich sag mal, ja, auf ein besseres Ergebnis kommt, sage ich es jetzt mal so. Okay, aber jetzt vielleicht den Blitzer. Was, wir brauchen da bestimmt irgendwas nahe der 300, ne? Okay, schauen wir doch mal, ob wir das hier vielleicht hinkriegen, sich hier... Ja, genau. Und du musst mir genau in die Kiste fahren, oder? Ah ja, und jetzt habe ich auf den Tacho geguckt. Alter, das ist so unnötig, Mann. Er muss halt da genau abbiegen. Es hätte so schön hingehauen. Und dann wieder die idiotischen Driver-Tare. So, da, schau, das ist sowas, ja? Das ist so, idiotische Driver-Tare.
Okay. Egal. So, wir erweitern jetzt hier erstmal unser Festival. Habe ich eigentlich gedrückt. Aber macht's nicht. Hört ihr es, wie ich klicke? Jetzt macht das. What the fuck? Klickst du die ganze Zeit? Nichts passiert, nichts passiert. Jawohl, da wird jetzt richtig Hand angelegt. Ich habe gerade mit dem Typen von der Pyrotechnik telefoniert. Er meinte, dass unsere Pläne vielleicht minimal zu ausschweifend wären. Ich habe mich nicht getraut, ihm von der nächsten Stufe zu erzählen. Ach, pappalapapp. Ihr wisst doch, Easy Racer ist sowieso der Größte. Nee, Spaß. Okay, ah, jetzt darf ich mir wieder ein neues Auto aussuchen, oder? Alter. Oh Mann, ich will aber kein neues Auto, Mann. Ich will kein neues Auto. Oh Mann. Oh Mann, und schon wieder irgend so ein Hecktriebler hier. Was ist das am Ende überhaupt? Ach, das ist dieser HSV. Alter Schwede. Ich weiß, liebe Motorsportfreunde, ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Soll ich den Hellcat nehmen? Ich weiß nicht. Oder die Z06. Ich glaube, ich nehme die Z06. Das machen wir jetzt. Geben mal wieder richtig, richtig viel Geld aus. Richtig unnötig auch. Ich glaube, die will ich gar nicht in dem Design. Ich habe da eigentlich... weil ich habe mittlerweile das Gefühl... Okay, das schaut natürlich mega geil aus. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die alle gesperrt sind. Die ganzen Designs. Und deswegen, ich mag das halt nicht. Ich weiß halt nicht, soll ich den in Rot nehmen oder in dem Gelb? Man müsste ihn eigentlich... das Orange ist natürlich böse, ne? Das Orange ist böse, ja. Das nehme ich. 99.000 Credits. Einmal ab dafür. Aber ich weiß noch, in Horizon 2 habe ich so stetig mein Geld so aufgebaut. Irgendwann stand ich mal bei einer Mille. Aber ich glaube, mittlerweile hätte ich wahrscheinlich auch schon eine Mille. Aber hier wirst du einfach so gedrängt zum Autokauf. Und jetzt habe ich einfach... ich würde halt gern den GTR fahren. Ich will jetzt den GTR fahren. Warum da? Den darf ich bestimmt nicht fahren jetzt gleich in den Events, oder? Einsteigen. So, wir werden das jetzt mal auschecken, ja? Wir haben ja noch ein, zwei Events hier, die wir machen müssen. Ich glaube, wir müssen auch nochmal leider dieses Event machen, was wir... Dieses gesamte Gelände, ja, okay, ist dein einziger Spielplatz. Worauf wartest du noch? Ja, genau. Ich habe gesagt, ich habe noch so viele Events. Ich habe nicht gesagt, dass du mich mit neuen Events zuscheißen musst. Alter. Und dieser eine Stern hier, der langweilt mich so. 314, das könnten wir halt locker hinkriegen. Unentdeckter PR-Stand, okay. Jetzt machen wir das. Jetzt heißt mal richtig... Nicht kleckern, sondern klotzen. Ja, wie nennt sich dieses deutsche Sprichwort? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Dass wir jetzt hier mal aufräumen hier ein bisschen. Ach so, okay, das ist ein Jump. Ja. Okay, ich glaube, da nehme ich mal ein bisschen mehr Anlauf. Ein bisschen mehr Anlauf müsste es sein. Okay. Nein, nicht den Baum mitnehmen. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir so hinkriegen. Okay, ja, schaut gut aus bis jetzt. Juhu! Alter, ernsthaft? Mich überschlägt es halt jetzt, ne? Und das ist fehlgeschlagen. Wieso? Komm lieber schnell vorbei und hol dein Monaro GTS ab, oder ich werde mich nie von ihm trennen können. Andere Frage, wieso überschlägt es eigentlich den GTR immer so leicht? Ich weiß ja auch gar nicht, wie viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich schon einiges an Schwung brauche. Okay, ich probiere es jetzt mal mit nicht ganz so viel Speed. Vielleicht brauchen wir noch nicht so viel Speed, damit man sich eben nicht genau überschlägt. Ich kann es euch ja nicht genau beantworten, liebe Motorsportfreunde. Nein, ich schaffe den Jump so nicht. Ich glaube, ich weiß auch, an was es lag gerade. Ja, komm, lass mich fahren, danke. Ich darf nicht zu weit da rechts kommen. Weißt du, aber das ist halt... Die Bäume hätte man noch locker umnieten können. Das verstehe ich so manchmal nicht. Okay, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Egal. Das ist halt jetzt auch nice. Fest einfach durchs Wasser, ne? Okay, komm jetzt.
okay, ich glaube, ich weiß. Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann brauche ich einfach ein anderes Auto, weil der wahrscheinlich zu tief ist. Ja gut, jetzt leckt es auch noch. Nee, ich brauche ein anderes Auto. Ich habe keine Ahnung, warum es den da immer kaputt macht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht erklären. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Da haben wir hier noch eine unentdeckte Strecke. Dann machen wir halt das. Ist auch kein Problem. Ist ja auch kein Problem, ne? Also, ich sag mal so, Querfeldeinstrecke. Okay, ja, Fanrennen auf jeden Fall. Ach so, okay. Er hat das mit dem GTR gemacht, echt? Ja, aber das passt nicht so ganz. Ja gut, da kann ich ja mal wieder nur den XXM nehmen. Da habe ich auch, in die Kiste habe ich auch noch gar nichts investiert, gell? Habe ich noch so gar nichts investiert. Aber ich habe ja gemeint, wir müssen heute wirklich ein bisschen, ich sag mal, aufräumen. Und jetzt, ich glaube, es ist eine Rundstrecke und da können wir eigentlich direkt versuchen, mit dem XXM den Jump mitzunehmen nochmal. Das wäre auch noch was. So, dann starten wir doch direkt. Geh mal steil. Unsere Fahrer sollten jetzt, glaube ich, auch hier mit am Start sein. Jawohl, so ist es. Aber ich darf den Dackel nicht nehmen, ja? Der Dackel hat mich genommen. Ich weiß, das hört sich jetzt falsch an, aber rekrutieren, sage ich jetzt mal. Der durfte mich rekrutieren. Ich durfte ihn bis jetzt nicht rekrutieren. Wird vielleicht noch kommen. So. Ich müsste mal hier, Jungs. Jungs und Mädels. Bimmer Power ist jetzt hier wieder am Start, Alter. Das sieht es halt auch nice hier so an den... an den Hochhäusern so vorbei, ne? Ja, ich weiß, ich war da jetzt gerade ein bisschen zu weit, aber kein Grund, hier zurückzuspulen. Gar kein Grund. So, hier. Jawohl, länger. Auch der X6 geht quer, aber das war gerade auch gezwungen. Gezwungenermaßen. Alter, komm rum. Oh, untersteuern. Okay, ich sollte jetzt echt langsam zu Potte kommen. Ich habe gerade ein bisschen zu viel gespielt hier. Ich sollte aufhören zu spielen und lieber jetzt anfangen, Gas zu geben hier. Und ich habe schon wieder einen Fähigkeitspunkt verdient. Alter, jetzt fange ich auch noch mit dem an hier zu schwächeln. Was ist denn los? Ja, ich müsste natürlich hier mehr bremsen, das ist mir schon klar. So. Okay. Schon besser. Aber noch nicht gut genug. Aber habe ich... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die... Haben die Driver-Tare gepatcht? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die heftiger geworden sind. Hey, guck mal, ich habe hier untersteuern. Was ist denn das? So. Jetzt habe ich übersteuern. Nee, immer noch untersteuern. Ich bin voll am Einlenken. Aber ich komme nicht rum ums Eck. So, jetzt müsste ich hier langsam ein bisschen... Langsam müsste ich hier ein bisschen zu Potte kommen. Okay, den dritten holen wir uns jetzt gleich. Aber die ersten zwei sind halt weg. Halt wirklich weg. Ja, den dritten holen wir uns gleich und auf einmal schießt der wieder weg. So. Und er geht halt immer wieder quer und das ist halt auch gerade wieder das Problem von mir. I don't have my car under control. Es ist halt nicht eine reine Querfeldeinstrecke. Ja, und jetzt überholt mich auch noch der Rumpel hier. Alter, geh weg. Bis ich. Ich krieg's halt gerade echt nicht hin. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hab vielleicht... Ja, aber schwaches Auto. Die sind doch, haben doch alle die gleiche Stufe, ne? So. Ja, aber ich komme auch hier. Ich komme nicht ran. Seht ihr, was ich meine? Ich komme auch nicht ran an den Tiggy hier vor mir. So, jetzt vielleicht mal hier ein bisschen früher bremsen. Yes, jetzt sollte ich ihn haben. Wenigstens den dritten Platz. Komm, Zirk. X6. Du bist ein BMW. Was ist ein Land Rover hier? Mein Gott. Okay, jetzt lehne ich mich hier ein bisschen an. Mein Freund, das tut mir jetzt leid, was ich mit dir mache. Aber muss sein. Dass ich wenigstens noch Dritter werde. Weil ich habe hier absolut keine Chance gegen die ersten zwei. Aber wieso ich auch jetzt gerade ein Querfeldeinrennen fahren muss. Oh Gott. Ja, die haben auch viel mehr... Guck mal, wie viel mehr Dampf die haben. Viel mehr Dampf als ich. Ja,
da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ja, jetzt sagt sie nichts, gell? Die liebe Frau, weil ich nicht Erster geworden bin. Ja, ja, so sind sie, gell? Okay. Ja, gibt trotzdem ganz gut Credits. Und ganz gut EP. Vielleicht kriegen wir noch einen Stufenaufstieg. Oh ja, das wird locker reichen für einen Stufenaufstieg. Ah, nein, nicht ganz. Okay. Nicht ganz, wa? Okay, und nochmal richtig gut Fans. Knapp 10.000. Passt auch wunderbar. Und dann werde ich jetzt mal gucken wegen dem Jump. So, okay, das Event ist jetzt auch mal zumindest weg. Das ist gut. So. Genau. Ich muss irgendwas mit 100... Über 100 Meter muss ich springen, habe ich gerade gelesen. Dann auch gute Nacht. So, ja, jetzt probiere ich das mal mit dem X. Das sollte eigentlich besser funktionieren. Klar habe ich jetzt nicht die Geschwindigkeit und die Leistung, aber ich will erstmal einen Sprung hier in trockenen Tüchern haben. Genau, und danach können wir gerne noch ein bisschen, ja, Aussprung holen. Okay, neue persönliche Bestleistung, gerade bei 1 Stern. Je größer so. Der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern 2 machen. Ja, und aus 2 vielleicht 3, aber ich glaube, da brauchst du dann richtig viel Speed. Gott. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Schwung holen. Das ist ganz klar. Aber wie ich schon mal sagte, dass, da, wie gesagt, 2 Sterne ist jetzt hier erstmal mein Ziel. Dann werden wir sehen. Trotzdem sollte ich, glaube ich, mehr Schwung kriegen auf Asphalt, oder? So, komm, 2 Sterne sollten das doch sein, oder? Das werden keine 2, ne? Fehlgeschlagen? What? Ach ja, du kannst mich mal. Dreckspiel, hey, ganz ehrlich. So, was haben wir hier? Und nochmal einen unentdeckten PR-Stunt. Das ist eine Löffelliste wahrscheinlich, oder? Okay, wie gesagt, wir müssen das hier peu à peu jetzt mal abarbeiten. Was liegt hier? Warum habe ich das nicht gesehen? Unentdeckte Strecke. Was haben wir hier? Straßenbahn, Sprint. Ja, machen wir doch das. Meisterschaft? Nee, mach mal ein Fanrennen. Kein Bock auf Meisterschaft. Straßenbahn Sprint. Nee, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock wieder auf Gelände. Oh, den R8 könnten wir mal probieren. Den könnten wir echt mal probieren. Aber irgendwie, dass du hier dir ein Auto aufbaust, gell, so wie in Forza Horizon 2 und dann fährst du halt mit dem mal eine Folge. Nö. Nur das funktioniert in Forza Horizon 3 nicht. Vielleicht darf ich irgendwann mal in 10 Folgen darf ich dann den GTR mal wieder aus der Schublade holen. Muss erstmal komplett abgestaubt werden, ja. Weil er komplett eingestaubt ist. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie jetzt... Oha, was? Da fährt ein S3 mit? Mit der Klasse vom R8? Okay. Okay, ja. Ich sollte meinen Mund nicht zu voll nehmen. So. Okay. Vielleicht ist der R8 hier doch leicht overpowered. Ich weiß es nicht, aber vorne fährt hier auch ein R8 mit. Okay. Ja. Vielleicht sollte man ein bisschen bremsen, Easy. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr bremsen. Weil du fährst hier immerhin ein R8. Der hat ganz gut Bums unter der Haube. So. Genau. Da überholt mich auch schon direkt wieder einer. Alter. Wie viel Bums? Das verstehe ich mir nicht. Wieso haben die so viel Bums und ich nicht? Der A1 hat da komplett gerade abgekackt. Okay, 20% haben wir hinter uns. Komm, R8, gib Stoff. Okay, da vorne in die Kurve. Was ist mit der? Okay. Ja, wir hätten bremsen müssen. Oh, und jetzt wieder der SLK. Macht mir wieder die Tür innen zu. Genau. Genau, und das kann ich dann auf einmal nicht mehr umfahren, ja? So. Ah, nicht quergehen. Nicht quergehen, R8. 30, ja, 37, fast 40% haben wir. Aber noch keinen Grund zur Sorge. Ich habe den ersten noch im Blick. Das ist das Wichtigste hier. So. Okay, jetzt. Ja, ich wäre eigentlich gerne hier innen rein gerade gekommen.
vom Rumpel. Und da geht der mir mit allen Vieren hier weg. Sehr gut, ich habe zum Glück auch den Checkpoint gerade erwischt. So, wäre jetzt wirklich mal nice, wenn wir mal wieder hier ein Event gewinnen können. Das wäre echt mal wieder super nice. Würde doch die Folge ganz gut abrunden, oder? Da kommt schon wieder dieser fucking R8. Okay, ja, das. Ich habe gedacht, die wäre etwas weitläufiger, die Kurve. Hat sich aber nicht danach rausgestellt. Okay. So, jetzt holen wir uns gleich den zweiten. Ja, aber nicht so easy. Warum? Ja, ich wollte eigentlich dann jetzt hier innen reinstechen. Okay. Eigentlich habe ich gesagt, hole ich mir jetzt den zweiten, aber der hat mich wieder krass ausgekontert. Aber jetzt war er fällig. Jetzt war er fällig. Okay. Noch 20% haben wir, um den ersten zu holen. Ich denke, das sollte im Bereich des Machbaren liegen. Vor allem, weil der jetzt hier auch gerade gebremst hat. Alter, jetzt hat er mich hier auch gut ausgebremst. So. Oh Gott. Nee, ich gewinne das sonst nicht. Ich muss hier besser durchkommen als er. Und da war ich... Ja, ich hätte früher hier... Ich hätte vor dem Jump anfangen müssen zu bremsen. Okay. Ja. So, das war's. Ja. Habe ich mich ein bisschen unfair vielleicht durchgesetzt, aber gut. Kriegen wir hier irgendwie noch... Guck mal, jetzt ist das alles hier ausgegraut. Ach so, ja stimmt, weil ich im Event bin. Ja, ich Idiot. Ich Idiot, weil ich brauche jetzt ein anderes Thumbnail, weil, das bringt sonst nichts. Das bringt sonst nichts. Nee. Machen wir es mal so, oder? Machen wir es mal so. Das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. Passt, wunderbar, aber ich speichere das jetzt nicht. Weil mir das wieder zu ewig dauert. Das dauert mir zu lang. So, aber das hätten wir jetzt gewonnen. Nice. So, und weil wir jetzt gerade im R8 unterwegs sind... Ich will jetzt diesen Boss. Gib den anderen auch mal eine Chance. Ja, kleiner seht ihr jetzt? Jetzt redet sie wieder. Jetzt redet sie wieder. Ich will jetzt diesen Stunt schaffen, aber ich bin jetzt wahrscheinlich eher am Arsch der Welt, ne? Kann ich mir vorstellen. Jo, 11.007 Credits. Nice. Noch ein paar EB. EB. Oh, wir dürfen nochmal drehen. Das ist doch auch nochmal ein schönes Ende der Folge. Ja, den Urus will ich nicht unbedingt. Den will ich nicht unbedingt. Richtig ein Batzen Geld wäre mal geil. Und ich krieg den Ford Sierra Cosworth. Also am Anfang habe ich mich ja beschwert über die vielen Autos, die ich kriege. Aber mittlerweile kriege ich echt zu viele Autos eigentlich schon. Okay, aber ich kann eigentlich so mit jedem Event 10.000 Fans fast rechnen, ja? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Okay, wo bin ich jetzt gerade? Das hier war der Stunt, gell? Ja, ist easy. Den probieren wir nochmal jetzt fix. So, den probieren wir jetzt nochmal fix. So. Weil ich habe hier immerhin jetzt ein Allrad unterm Arsch. Und, ordentlich Leistung. Wahrscheinlich noch nicht genug Leistung, aber ordentlich Leistung wenigstens. Blitzer entdeckt. Oh, 2 Sterne direkt mal für einen Blitzer geholt. Okay. Natürlich auch nice. Wie viel fehlen mir da? Achso, das zeigt er mir jetzt nicht an, ne? Alter, wenn wir jetzt auch noch hier ein besseres Ding hier hinkriegen von... Achso, da muss ich ja jetzt... Muss der jetzt so von hinten rum reinfahren, klar. Aber da wäre auch noch eine Schnellreisetafel gewesen. Ja, ja, ist gut. Ich hole ja nur Schwung. Boah, kurzer Frame-Einbruch hier. Brauche nicht wenden, ich hole nur Schwung. So. Okay, jetzt sollten wir auch die 160 km/h. Ja, gut, aber so nicht. So nicht. Nee, das ist kacker so. Okay. Okay, zum Glück konnte ich den Baum jetzt gerade abräumen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Okay, ich glaube, so viel weiter wird das nicht. Und wieder fehlgeschlagen. Ey, was ist das denn mit den Kisten? Hey, warum gehen die immer... Ich verstehe es nicht. Dann machen wir jetzt wenigstens den Blitzer nochmal da hinten. Den am Horizon-Gebiet, den probieren wir jetzt nochmal. Mich langweilt das. Das kann doch nicht sein, dass es mich da immer überschlägt, oder?
Es geht mir jetzt echt mittlerweile ein bisschen auf den Sack. Mit jedem Auto, was halbwegs Leistung hat und halbwegs da gut hinkommt, überschlägt es dich einfach. Ja klar, und mit dem X6, ja, klar hast du da, ich sag mal, ein paar Masseprobleme, ne? So. Boah, Alter, das war mega knapp. Okay, jetzt sollte das wenigstens... Ja, das sind 2 Sterne, sehr, sehr gut. Wunderbar, dann hätten wir hier auch 2 Sterne. Nochmal 1700 Fans dazu, stehen wir jetzt bei 190.000. Und dann machen wir in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall die 200.000 voll. Jetzt aber, liebe Motorsportfreunde, würde ich mich verabschieden. Ich werde doch jetzt die Aufnahmesession beenden. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder sehen im Hauptquartier oder im Festival. Aber jetzt, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, da würde mich drüber freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, ich wünsche euch noch was, sag ciao, servus und bis dann.